So, der nächste Vortrag ist von Herrn Professor Dr. Brucker. Peter Brucker arbeitet am Unispital in Zürich und zwar Schwerpunkt Neuropsychologie. Dazu gehören die Gebiete der kognitiven Neurowissenschaft, der Neuropsychiatrie und der Verhaltensneurologie. Also Sie sehen schon, jetzt kommen wir zu relativ konkreten Forschungsbereichen. Herr Brucker ist kein Philosoph der Neurowissenschaft, sondern ist ein Neurowissenschaftler, der aus seiner eigenen Praxis hier erzählen kann. Er hat im Moment gerade ein größeres Projekt laufen zu den kognitiven und emotionalen Konsequenzen neurologischer Erkrankungen. Und das Thema seines Vortrags, das sehen Sie schon hier projiziert, von kleinen und großen Daten, das Verhaltensexperiment in der Krise, Fragezeichen. Peter, vielen Dank, dass du gekommen bist. Ja, vielen Dank für die Einladung hierhin, für die super Einleitung, also dass ich ein Praktiker eher bin und kein Philosoph. Ich bin nur gekommen, weil es hier noch das Wort Praxis steht. Sie werden also von mir wahrscheinlich nicht so tiefschürfende wissenschaftsphilosophische Dinge hören. Ich werde mich aufs Verhaltensexperiment beschränken. Zuerst auf die Technik, versuchen, ob ich da weiterkomme. Ja, also das Wort Experiment ist mir aus dem Gymnasium bekannt. Da haben wir gelernt, das mussten wir von der Wandtafel abschreiben. Das habe ich in meinem Originalding, war das so handschriftlich geschrieben, egal. Experiment ist etwas, womit sich die Naturwissenschaften, vor allem die Physik und die Chemie, befassen. Und die habe ich eigentlich nie so, die waren mir nie so nah. Ich bin jetzt so in die Psychologie abgedriftet, aber ich glaube, man kann auch hier Experimente machen. Wir machen auch täglich Experimente. Nur ist natürlich die Natur, der wir eine Frage stellen, das ist das Gehirn. Ja, ich möchte das nicht gleichsetzen hier, Verhalten, Empfinden, Gehirn. Aber es geht also nicht um nochmals tiefschürfende philosophische Fragen, kann denn ein Gehirn sich selber eine Frage stellen und sich dann selber verstehen, sondern ich habe, das würde uns Kopfschmerzen bereiten, wenn wir das fragen würden, deswegen habe ich es vereinfacht und ich möchte drei Fragen angehen. Das erste Mal ist mal, wann oder warum ist mehr nicht unbedingt besser, wenn es um die Fallzahlen geht oder um das N von der Umfang einer Stichprobe? Oder wann kann mehr eben wirklich auch fundamental, prinzipiell mehr bedeuten? Wann kann es auch wirklich besser sein? Und dann so ein bisschen zwischendurch, völlig unabhängig davon, ob wir nur eine Versuchsperson oder sehr, sehr viele untersuchen oder einen Datenpunkt anschauen oder sehr, sehr viele Datenpunkte. Experimente, und das hat eigentlich dem ganzen Vortrag dann den Titel Krise, Fragezeichen, wie du gesagt hast, verliehen. Wir sprechen heute in den Geisteswissenschaften, vor allem in der Psychologie, eben viel von der Replikationskrise, und das möchte ich argumentieren, hängt damit zusammen, dass Verhaltensexperimente mehr und mehr einfach so sexy, catchy sein müssen, also sich gut verkaufen lassen. Ich möchte anfangen, über den Wert des Einzelfalls etwas ein bisschen zu berichten. Der ist in den Verhaltenswissenschaften, jetzt möchte ich also sagen, ich werde ziemlich klinisch mich hier bewegen, also ein Experiment ist für mich ist eine klinische Beobachtung irgendwie auch immer ein Experiment, weil wir an den Patienten eine Frage stellen und das eben mehr oder weniger gezielt tun und möchten, dass wir genau eine Antwort eben dann erhalten. Das ist auch ein kleines Experiment. Und in diesen klinischen Experimenten sind Einzelfallstudien sehr verpönt geworden, vor allem so gegen Ende vielleicht des letzten Jahrtausends. Man hat davon gesprochen, dass das eigentlich eine aussterbende Spezies ist, dass man das früher mal gebraucht hat. Und früher, und das hat hier Ken Heilmann, ein amerikanischer Neurologe, eben so ein bisschen ironisch dann betont, dass eigentlich die gesamte Neuropsychologie, was wir wissen über Störungsbilder, die großen Syndrome,
wie Aphasie, Amnesie oder auch die ganzen Social Neuroscience geht auf einen einzelnen Fall zurück. Also Einzelfälle haben die ganze Verhaltensneurologie eigentlich begründet. Phineas Gage, Sie kennen vielleicht diesen Fall des Eisenbahnarbeiters, der sich aus Versehen ein Sprengeisen durch das Frontalhirn gesprengt hat. Das ist dann wieder raus oben und dieser Mensch ist weder gelähmt gewesen, noch hat er kognitiv, also vom Denken her, Auffälligkeiten gezeigt, aber er hat eine vollkommen veränderte Persönlichkeit. Also sein Verhalten, sein Sozialverhalten war ganz anders. Das Tantantant, das ist der berühmte Patient von Paul Broca, der die motorische Aphasie eben gezeigt hat. Ein einzelner Fall. Dann hat das dazu geführt, dass man dann in ganz renommierten Zeitschriften, neurowissenschaftlichen Zeitschriften, jetzt nicht unbedingt klinisch orientierte Zeitschriften, dann definiert hat, wann ist es genug, dass wir nur einen einzigen Patienten oder Menschen oder eine Fallperson eben anschauen. Und man hat dann auch die Kriterien festgelegt, was eben nötig ist, damit ein Einzelfallbericht legitim erscheint. Es muss also nicht einfach ein bisschen selten sein. Es soll praktisch unmöglich sein, dass Sie einfach zu diesem einen Fall, den Sie berichten, noch einen zweiten, dritten, vierten, warten vielleicht noch einen Monat, dann kriegen Sie noch einen fünften Fall dazu. Es geht nicht um Exotik, also soll der Fall, den man zeigen will, nicht einfach bizarr oder sehr besonders sein, sondern es sollte auch zur Theorienbildung in dem Feld, wo man ihn vorstellt, eben etwas beitragen. Und jetzt mein Punkt ist ein bisschen, möchte auf das hingehen, das wird dann sicher Diskussionen geben. Ich denke doch, für die Falsifikation einer bestehenden Weisheit, eines Axioms, ist ein Einzelfall eigentlich genügend. Der berühmte Fall der weißen Schwäne. Es genügt ein einziger schwarzer Schwan, um das Axiom zu widerlegen, dass alle Schwäne weiß sein würden. Ja. Gut dokumentiert muss dieser schwarze Schwan sein. Was heißt das? Das heißt, wenn Sie jetzt kommen, dahin kommen und den waschen und merken, oh, das ist ja bloß ein Weißer, der schwarz angemalt ist, ist das natürlich peinlich für den ihn angemalt hat. Und Sie können natürlich sehr viel darauf aufwenden, schwarze Schwäne zu waschen. Und es gibt die Leute, die sich darauf spezialisiert haben, eben zu hinterfragen, wenn immer etwas auftaucht, eine neue Beobachtung, die altes Wissen in Frage stellt, kann ich natürlich nicht umhin, auch als wissenschaftsphilosophischer Laie, wenn ich schon hierhin eingeladen bin, auf Ludwig Fleck zu verweisen, der gesagt hat, warum eben es jetzt gerade auf klinische Beobachtungen, dass es eben sehr schwierig ist, für eine klinische Beobachtung ein anerkanntes Axiom zu widerlegen. Ja, also deswegen, der Wert des Einzelfalls ist ein bisschen beschränkt, und zwar, weil Fleck hat ja den Begriff der Beharrungstendenz von Meinungssystemen geprägt. Das sind die Leute, die eben einfach lieber die ganze Zeit Schwäne waschen, um zu zeigen, dass sie eben doch nicht schwarz sind, sondern zu zeigen, dass da das eigentlich ein weißer Schwan ist, wo man irgendwie einen Fehler begangen hat. Und ich möchte Ihnen also das sind so Stadien, die Fleck definiert hat, das ist viel jetzt abgekürzt, er hat mindestens 5 davon, ich habe es jetzt reduziert auf zuerst, was passiert mit einer neuen Beobachtung, die eigentlich bestehendem Wissen entgegensteht. Zuerst wird es mal einfach nicht beobachtet, ja, und dann akkumulieren sich diese widersprüchlichen Beobachtungen immer mehr und mehr. Man kann sie gar nicht mehr einfach nicht beobachten, und dann passiert ein aktives Zurechtbiegen. Und das möchte ich Ihnen jetzt anhand eines Feldes, mit dem ich mich selber empirisch eben befasst habe, vorstellen. Es geht um Phantome von Körperteilen, das kennen Sie alle, ein Amputierter, wenn ich den Arm hier verliere, dann habe ich eben trotzdem noch eine Repräsentation des Armes, die sich eben im Erfahren dieses Armes als Phantom eben manifestiert. Und Herr Pick, Arnold Pick,
ein österreichischer Psychiater und Neurologe, sehr berühmt, auch in anderem Zusammenhang, hat eben da 1915 geschrieben, und das ist interessant, dass er das Wort Tatsache im Zusammenhang mit Fleck, wissenschaftliche Tatsache, das Wort Tatsache braucht, nämlich die Tatsache, dass das Fehlen einer Gliedmaße, also Leute, die geboren sind ohne einen Arm zum Beispiel, die können gar kein Phantomglied empfinden, weil sie ja diesen Arm nie erlebt haben, denn Phantome, wie wir alle wissen, sind Erinnerungsspuren an diesen einmal gehabten Arm, oder? So, und das ist jetzt ein schönes Axiom geworden, das haben alle, auch heute, glauben das eigentlich noch die meisten, dass diese Leute das nicht haben können, weil er ja das als Tatsache dargestellt haben. Auch im angloamerikanischen Sprachraum ist das übersetzt worden, diese Arbeit, und das ist ein Axiom, das müssen Sie mir jetzt glauben, ja? Dass solche Leute das nicht erleben können, weil es eben nicht in reinpasst in das, in diese Erinnerungshypothese oder in der Erinnerungstheorie. Nur, was Pick nicht wusste, ist, dass bereits lang vor ihm, 1836, in der Schweiz hier von einem Berner Physiologen, wurden 4 solche Fälle von Personen, die mit nur einer Hand geboren waren, beschrieben, und die hatten eben ein ganz klar ausgebildetes Phantom der nie erlebten Hand. Und ich kann jetzt nicht so ins Detail gehen, auch wenn ich manchmal vielleicht ein bisschen detailbehaftet bin, aber mein Punkt hier ist, dass Valentin nicht nur einfach eine klinische Beschreibung geliefert hat, sondern ein richtiges Experiment, würde ich mal sagen, ein Verhaltensexperiment. Wenn das die Phantomhand ist, dann hat er den Leuten am noch bestehenden Stumpf an bestimmten Stellen lang zusammengedrückt. Ja, und dann weiß jeder Mediziner, dass wenn sie hier drücken, dann induzieren sie eine Gefühlslosigkeit, Numbness in bestimmten Fingern. Wenn sie hier drücken, sind es andere Finger. Ja? Und er hat dann die Leute befragt, die wussten das natürlich nicht, wo die Taubheit jetzt, das Taubheitsgefühl auftritt, und das stimmte überein mit der Prediction, oder wo sie auftreten sollte. Das ist also mehr als eine klinische Beobachtung, aber das hat irgendwie niemand beachtet. Seither, ja, und man muss vielleicht noch sagen, dass während Pick so diese Frechheit hatte zu sagen, ja, die Tatsache, er hatte nie einen kongenitalen Patienten gesehen, also einen mit Phantom, also überhaupt einen Menschen, dem eine Gliedmaße fehlt seit Geburt. Er hat sich das einfach so ausgedacht und wird nachher falsch zitiert, als hätte er diese Aussage eben aufgrund von Studien gemacht. Während er so ist, der Pick, ist der Gabriel Valentin genau anders. Er sagt, es ist so, wie es ist. Ich berichte Ihnen diese Experimente, aber es ist wirklich so merkwürdig, ich gebe es zu, dass es ja nicht ein Axiom sein werden dürfte, weil es so, und dann kommt diese schöne poetische Definition eines Axioms, das heißt, der Anfang unserer Unwissenheit oder die Grenze unseres Wissens, finde ich sehr schön. So, seither gibt es ganz viele Beobachtungen, sage ich jetzt mal, zum Teil Experimente, bei Leuten, die ohne Gliedmasse geboren sind und dort doch Phantome haben. Das sind sehr häufig, sind das Einzelfallbeobachtungen. Es gibt aber auch Studien mittlerweile von ganzen Gruppen. Und trotzdem ist das irgendwie immer noch keine wissenschaftliche Tatsache. Und jetzt möchte ich Ihnen zeigen, dass das Stadium 2 von Fleck, wie man also dann jetzt nicht mehr sagen kann, ja, also es gibt einfach keine Gegenbeobachtungen, sondern wie man diese Beobachtung von kongenitalen Phantomen eben versucht, doch noch so zu erklären, dass sie kompatibel ist mit der alten Form. Das ist eine dieser, das ist ein linker Arm, die Fotografie eines linken Armes sollte das sein, ein Stumpf, hier mit typischerweise kleinen Rudimenten, Fingerchen, und viele Leute, auch Kontergan-Erkrankte, haben eine fehlende Gliedmaße, aber sie haben von der Peripherie zum Beispiel Finger, ganz kleine Rudimente von Fingern am Oberarm, und die können unheimlich geschickt sein. Ja? Die können also ein Handy damit bedienen oder tippen oder irgendwie was. Und diese Marianne Simmel hat damals dann gesagt,
Ja, das ist nichts, das da schon im Gehirn drin ist, sondern das sind, ist diese Hypermotilität, die ausgesprochene Beweglichkeit, diese kleinen Rudimente, die sich dann nach außen projiziert und ein Phantom macht. Ich möchte jetzt gar nicht zu lange da in die Detail gehen. Das ist, also es gibt keine Experimente dazu. Sie hat sich das so ein bisschen ausgedacht und das sicher fantasievoll. Hier ist nicht nur fantasievoll, es ist eine sehr gute Überlegung, dass ein Mensch, dem hier, das ist ein bisschen unscharf, sieht man das, ja, die linke Hand fehlt, der da ein Phantom hat, dann wird argumentiert, ja, das ist, wenn er, solange er eine rechte Hand hat, in der linken Hemisphäre, ein ganz klares Erinnerungsbild, das da immer genährt wird, das ist einfach eine hemisphärischer Transfer dann von diesem Bild und dann, das macht dann natürlich das Phantom. Es gibt keine empirischen Daten, aber es ist wenigstens eine originelle Erklärung. Hier noch origineller und im Unterschied zu diesen zwei Vorschlägen auf empirischen Daten basierend, Ultraschalldaten beim Fötus, der nuckelt, also es gibt also die Tümele, die Föten, und ich muss jetzt aufpassen, ich habe das eine Frau ein bisschen geübt, diesen Vortrag, hat sie gesagt, du musst aufpassen, du darfst hier nicht abschweifen, aber ich kann, sie ist ja jetzt nicht da, sie kontrolliert es nicht, ich muss es ihnen aufzwingen. Es ist ganz spannend, es ist ein Prädiktor für Händigkeit, ob der Fötus links den Daumen lutscht oder rechts, auch wenn die Pädiater das nicht haben wollen, dass dann im ersten Lebensjahr das noch manchmal hingeht, zwischen linkshändig und rechtshändig und so. Eins ist sicher, auf dem Ultraschall sehen die Ärzte manchmal den nuckelnden Fötus. Ja? Und noch nie hat jemanden, so caught in the act, einen Fötus, der sich da so ein Auge auspieken würde oder sowas. Eine Schutzbrille haben sie auch nicht. Jedenfalls die findet von ersten Mal an, von Kontakt zwischen Hand und Mund, wird der Mund gefunden. Ja? Und das wurde jetzt empirisch eben gezeigt, in wie vielen Fällen, nämlich in 100%, dass der Fall ist, wurde als Ausgangslage genommen, ja, es ist eben doch eine Erinnerungsspur an dieses Schema für Hand-Mund-Koordination. Wenn die Hand halt fehlt, dann wird durch diesen suchenden Kontakt wird ein Phantom induziert. Okay, also mein Punkt hier ist, da komme ich jetzt endlich drauf, Sie brauchen natürlich nur einen einzigen Fall, der gut verbürgte Phantome hat, ohne Rudimente, um falsifizieren, sagen wir, relativieren die Aussage, dass eben Phantome nicht auftreten dürfen ohne ein Erinnerungsmodell für die Gliedmasse. Sie brauchen nur einen Fall, wo das Phantom eben auf beiden Seiten vorkommt und nie eine Hand angelegt worden ist auf beiden Seiten. Oder Sie brauchen einen Fall, und das gibt es sehr viele Fälle, wo Patienten eben ohne Beine geboren sind und von Beinphantomen berichten. Das können Sie nicht mit einem Hand-Mund-Schema interpretieren. Und interessanterweise, 1998 war das natürlich alles schon lang bekannt. So, ich möchte Ihnen jetzt kurz ein bisschen von einem solchen Fall berichten, der eben alle drei Bedingungen erfüllt. Es sind bilaterale, also die Frau ist so geboren, wie das weiß hier dargestellt ist, also bilaterales Fehlen von Gliedmassen, auch die unteren Extremitäten und keinerlei Rudimente. Und die hatte ganz lebhafte Phantome. Wir haben das, klinische Beobachtung oder Experiment, das ist hier der Punkt dieser Folie. Wir haben das jahrelanger Arbeit mit dieser Dame zusammen, glaube ich, gut dokumentiert, dass diese Phantome nicht einfach Hirngespinste sind. Eines ist, in der ersten Sitzung mit dieser Person habe ich sie gefragt, ob sie eigentlich auch die Arme manchmal verschränken würde. Und dann hat sie gesagt, ja, also sie würde das ganz selten, würde sie das machen. Habe ich gesagt, können Sie es mal schnell machen? Für mich, so, sage ich Ihnen jetzt auch, diejenigen, vielleicht haben Sie den Vortrag schon mal gehört, so, aber machen Sie es doch nochmals, die Arme alle verschränken, ich warte, bis das alle gemacht haben. Ja, und jetzt müssen Sie mir sagen, welcher Arm, habe ich die Frage gefragt, welcher Arm ist denn vorne? Bei mir ist das der linke, sie hat dann so gemacht und hat gesagt, der linke auch, drücken. Bei Ihnen ist es entweder der linke oder der rechte, ja. Hat nichts mit Händigkeit zu tun, jetzt habe ich gesagt,
Können Sie es für mich mal bitte anders machen, dass der Rechte, und das sage ich Ihnen jetzt auch, machen Sie es doch mal anders. Jetzt tun Sie mir die Freude, dass Sie auch so ein Raunen geht durch den Saal. Und das hat sie auch gesagt, das würde ich nie so machen. Und das muss ich sagen, das war für mich persönlich, leider habe ich kein Videotape davon, also ich war jetzt nicht gerade ungläubig, aber ich war vielleicht eher ein bisschen auf der skeptischen Seite, aber das hat mich ganz klar überzeugt, es ist mehr als Hirngespinst. Ja. Ist das ein Experiment? Ich denke, das ist ein Verhaltensexperiment, wenn ich das frage. Habe ich aber nicht vorbereitet, das ist mir so in den Sinn gekommen. Dann haben wir natürlich systematisch angefangen, Verhaltensexperimente. Wir haben ganz viele Bilder gezeigt von Händen, Innenseiten von Händen. Sie musste sagen, ist das eine rechte Hand oder eine linke Hand? So einen Knopf drücken, dort oben rechts sehen Sie das, wie Sie mit den Stümpfen die Antworttasten bedienen. Und man ist sehr viel schneller, wenn man die Hände so sieht. Also das ist eine rechte, ganz, ganz klar, und eine linke Hand. Und wenn Sie die Hände so sehen, also jetzt nur die Hände, dann braucht das sehr viel mehr Zeit für die linke und die rechte Hand. Das ist deswegen, weil wir, das ist nicht nur eine visuelle Aufgabe, sondern eine visuomotorische, wir müssen die Hände irgendwie, so unsere kleinen Phantome, die wir auch haben, in Position, Superposition mit dem Gesehenen zeigen. Es ist ein hochsignifikanter Effekt und das sind die Daten von dieser Person AZ. Sie zeigt diesen Effekt auch. Das finde ich einen schönen Nachweis für die, sagen wir jetzt, Objektivität der Phantome. Andere Leute, die denken, ja, Verhaltensexperimente, Verhalten. Ich glaube es eigentlich erst, wenn wir so mit Hirnbildern den Finger, unseren physischen Finger da drauflegen können und so, hier ist das Phantom. Ja. Wir haben also ich bin nicht so ein Imaging-Spezialist, aber da dachte ich, es ist wirklich schön, mal die Frau in den Scanner zu schieben und sie muss diese Phantome, nur die Hände, auf und zu machen. Und tatsächlich konnten wir die eben abbilden im Gehirn, parietalen Arealen, und präfrontalen, das ist SMA hier, die für die Planung einer motorischen Aktion. Was leer blieb, das sind die primär motorischen und sensorischen Handareale. Es ist nicht so, wenn Sie in den Scanner legen und die Hände nicht bewegen, sich aber vorstellen, Sie würden sie bewegen, dann haben wir hier auch Aktivität. Ja. Also, ist jetzt egal. Jedenfalls, ich finde das nicht so überzeugend wie die reinen Verhaltensdaten, die ich Ihnen gezeigt habe. So, zum Schluss hier, ich würde aber denken, jetzt, ob man jetzt nur das Verhaltensexperiment nimmt oder ob man bildgebende Experimente auch zu Verhaltensexperimenten zählt oder nicht. Phantome von solchen Gliedmassen, die man nie gespürt hat, sind eine wissenschaftliche Tatsache im Sinne von Fleck. Bedeutet ja nicht, dass diese eine jahrzehntelange Erfahrung, wie im Fall vom Amputierten, dieses Erlebnis nicht irgendwie natürlich beeinflussen würde. Ja. Es bedeutet auch nicht, dass diese Frau nicht über ihre Spiegelneurone, die ja eben dann feuern, wenn ich eine Hand brauche und bewege oder wenn ich ihnen zuschaue, wenn sie da schreiben mit dem Ding, dann tue ich irgendwie empathisch ein bisschen mitschreiben und das könnte ja auch zu Phantomen führen. Aber das war ein Beispiel, wie man eben mit einem einzelnen Fall jetzt vielleicht eine ganze Serie von Fragestellungen ans Gehirn, ans Verhalten eben sehr viel erreichen kann. Die Krise, man hat wirklich auch mal von einer Krise des Einzelfalls gesprochen, die ist am Abflauen. Im Gegenteil, Sie sehen, es ist unglaublich, ich konnte es fast nicht glauben. Die Anzahl Journals, technische Fachzeitschriften, also Fachorgane, die es dann gab, so nach 2005, 6, 7 und so, die ist steil angestiegen. Es gibt 150 Fachjournale, natürlich in ganzen allen wissenschaftlichen Bereichen, nicht nur das Verhaltensexperiment, die sich für Einzelfälle eben spezialisieren. Oder es gibt viele Fachzeitschriften, die dann eben eine Sparte haben für der Einzelfall oder im Cortex heißt das eben die Clinical Postcard, finde ich noch schön. Sie schreiben ja auf der Postkarte nicht, hallo, das Wetter ist schön, gut, es gibt einige, die das tun.
Aber sie schreiben etwas Spezielles, oder? Die Spaghetti sind besonders gut, oder der Sonnenuntergang ist ganz toll hier. Also sie müssen das Besondere rausschälen, auch in diesen Sparten der sehr renommierten Fachzeitschriften oder noch renommiertere, nicht Fachzeitschriften, sondern allgemeinwissenschaftliche Zeitschriften. Hier der Bericht in Nature zurück. In 2002, seit 2002 glauben die Mediziner, dass es außerkörperliche Erfahrungen gibt. Ich meine, in der Parapsychologie hat man das schon ungefähr 150 oder 200 Jahre gewusst, in der Kirchengeschichte vielleicht noch länger. Aber damals hat man an einer Person gezeigt, dass man hier stimuliert im Gehirn, dass die Frau, dann die Patientin, wiederholt eben sich von Körper getrennt spürt. Und tatsächlich, also das hat das ist jetzt nicht einfach überspitzt formuliert, seit Blanke et al. 2002 in Nature ist die Literatur zu Out-of-Body Experiences explodiert. Ja, heute gibt es Hunderte, wenn nicht Tausende von solchen Publikationen. Und der rote Part ist das, was zum nächsten Teil jetzt überleitet. Ich habe dem Olaf Blanke mal gesagt, kennt den gut, also das war schon ein bisschen frech, the part of the brain that can induce out-of-body experiences has been located. Also es ist ein bisschen, wir wissen ja vom Patienten her, dass man kann so ziemlich überall eine Läsion haben oder eine Stimulation und dann hat man oder hat nicht ein außerkörperliches Erlebnis. Dann hat er gesagt, also das war nicht ich bin unschuldig, das hat Nature erfunden. Das ist also, das sind die Editoren, die das dort so gemacht haben. Und jetzt komme ich eben ins sexy Experiment. Man muss ja publizieren, also schreib dich wund oder geh zugrund. Man muss nicht nur schreiben, sondern eben auch viel schreiben. Und dann gibt es da so einen Circle, eine Selbstverstärkung. Gerade Fachzeitschriften mit hohem Impact Factor, die wollen natürlich so ein bisschen catchy Dinge bringen, ja, nicht so langweilige Sachen, die überall sonst in den Fachzeitschriften aufstehen. Und Wissenschaftler wollen natürlich wieder in diesen High-Impact-Journals publizieren und so tut sich das ein bisschen raufschaukeln. Ja, wenn dann die Editoren der Fachzeitschriften noch so schöne Untertitel uns aufzwingen, dann ist das ja eigentlich nicht schlecht. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele aus dem Verhaltensbereich für sexy Experiments. Es geht bei allen um die Verleiblichung des Denkens. Embodied Cognition, das ist so ein bisschen, das ist jetzt das Hype-Word. Also ich mache da selber mit, das ist total spannend. Ich zeige Ihnen aber, wie einfach es ist, mit nur 10 Personen, die man auf eine Kistler-Messplatte, das ist so eine Messplatte, stellt und das misst dann ganz, ganz meine Körperbewegungen in feinsten Abstufungen. Und diese Personen mussten, während sie so möglichst stillstanden, eben an die Vergangenheit denken oder an die Zukunft, an einen repräsentativen Tag in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Und Sie können sich natürlich sicher vorstellen, was man gefunden hat. Man hat dann während die oder diejenigen, es waren glaube ich 10 und 10, diejenigen, die eben an die an die Zukunft gedacht haben, die haben sich so ein bisschen mehr und mehr, muss man auch sagen, über die 15 Sekunden Messzeit nach vorne gebeugt und die anderen mehr nach hinten. Also das ist ja wirklich, wenn das nicht sexy ist, oder? Und ich möchte da noch einblenden schnell, das ist wahrscheinlich kulturabhängig. Das ist ein Weird-Experiment. Weird jetzt nicht einfach so ein bisschen komisch oder so, sondern Western, Weird ist ein Akronym für Western Educated, Industrialized, Rich and Democratic. Und das ist ein wunderschönes, das empfehle ich, das zu lesen. Alles, was über das Verhalten von Menschen ausgesagt wird, basiert im Prinzip auf diesen Weird Persons, oder? Man macht wirklich Verhaltensexperimente hauptsächlich an weißen, in der Neuropsychologie sogar an weißen, rechtshändigen Männern, würde ich mal sagen. Ob sie dann demokratisch stimmen oder nicht, ist nicht so wichtig für uns. Ein zweites kurzes Experiment, physische Wärme und emotionale Wärme. Ganz kurz, es ging da um eine
Einstufung von Persönlichkeiten, ganz viele Texte mussten gelesen werden und die mussten dann bezüglich Intelligenz und eben auch emotionaler Wärme eingeschätzt werden. Und was die Personen nicht, die Versuchspersonen nicht wussten, ist, am Anfang des Experimentes mussten sie einen Lift hochgehen und da war eine Confederate, also eine eingeweihte Helferin da und die hat gesagt, Entschuldigung, können Sie mal schnell meinen Becher halten? So. Und der Becher hatte warmen Kaffee drin oder kalten Kaffee. Und man hat dann die Gruppen einfach geteilt, die randomisiert den warmen oder den kalten gekriegt haben. Und haben gesehen, dass die emotionalen Einschätzungen von denen, die den warmen Kaffee gehalten haben, höher sind als die anderen. Ach, es braucht so lange Zeit, das zu erklären. Aber Sie sehen, worum es geht. Das ist catchy. Oder? Das ist embodied cognition. Ja. Jetzt... Das Dumme an solchen Sachen oder der Haken an solchen catchy Experimenten ist, die werden ja kaum repliziert. Oder? Das publiziert niemand mehr. Wenn Sie das nochmals machen und auch wieder finden, welche Zeitschrift druckt das noch? Oder? Wenn Sie dann 20 Versuchspersonen haben statt 10, aus verständlicher Weise druckt das niemand mehr. Also wird es erst gar nicht versucht. Ja? Und ich zeige Ihnen jetzt, wie es zu diesen systematischen Replication Reports als Einrichtung für den Schutz vor nicht replizierbaren Befunden gekommen ist. Anhand von diesem 1988 publizierten Experiment, sehr gut beschrieben, es geht um die sogenannte Facial Feedback Hypothese, das hat schon Darwin hat das beim Studium von Tieren postuliert, sagen wir mal so, dass wenn ein Hund zum Beispiel eine Drohgebärde macht, dann hat er gesagt, je mehr der Hund auch wirklich die Gesichtsmuskulatur, die Mimik einsetzt, desto wütender wird er dann auch und das ist so ein positiver Verstärkermechanismus und das gilt natürlich auch für den Menschen, für die menschliche Mimik. Wenn wir so rumlaufen die ganze Zeit, dann fühlen wir uns fröhlicher, als wenn wir irgendwie so rumlaufen. Und das wurde jetzt, das ist so eine Weisheit im Volk, und das wurde jetzt von Strack et al. Eben empirisch angeschaut, und zwar auf ganz elegante Art. Sie können das zu Hause auch machen. Sie können sich irgendwie so ein Cartoon vornehmen, Gary Larson ist immer lustig, aber es ist noch viel lustiger, wenn Sie Gary Larson angucken und sich einen Bleistift so zwischen die Zähne nehmen und so draufbeißen, dann tun Sie die Gesichtsmuskulatur innervieren, die Sie auch brauchen zum Lächeln. Wenn Sie aber zwischen die Lippen den Bleistift nehmen und so das machen und keine Berührung zu den Zähnen, dann innerviert das eher die Muskulatur, die Sie eben also für einen traurigen Ausdruck brauchen. So, also Gary Larson Cartoons, eine ganze Reihe natürlich, mussten eingestuft werden, einmal von ganz vielen Versuchspersonen, fast 100, während sie den Bleistift so hatten und einmal, wenn sie so hatten. Und was man natürlich dann erwarten würde durch die Facial Feedback Hypothese ist auch das, was man dann tatsächlich gefunden hat. Also die Lustigkeit induzierende Pose hier hat ein höheres Rating gegeben, very funny, zu dieser Seite hin, als die traurig innervierende. So, und jetzt dieses Experiment ist nicht nur einfach sehr viele Male zitiert worden und nicht nur ist es in Textbüchern, hat es Eingang gefunden, das wird gefeiert, oder? Und dieser Typ von Experimenten, das wird den Studenten schon ganz, ganz früh auf den Studienweg mitgegeben und vor allem hat es eben als Auslöser gewirkt für eine Riesenzahl, also wirklich sicher vier- oder fünfstellig, an Folgeexperimenten, also die darauf aufbauen, die dann Ähnliches machen. Also ganz ähnlich wäre jetzt noch, wenn Sie auch wieder den Bleistift so nehmen oder so nehmen und anstatt Cartoons müssen Sie, ich weiß nicht, vorgelesene Witze beurteilen und so. Ich weiß nicht, ob das gemacht worden ist, es ist schon fast zu ähnlich. Jedenfalls repliziert wurde dieses Experiment nie, aber einfach immer wieder zitiert. Und das hat dann die Idee gegeben, eben unter der Community, der Psychologen, man sollte so eine Einrichtung haben, wo wir so stichprobenartig vielleicht die Experimente rausnehmen, die so viel zitiert, aber nie repliziert werden. Hat man gemacht mit diesem Bleistiftexperiment.
Registered heißt noch, man muss der Zeitschrift, wo man das publizieren will, das sind nicht alle Zeitschriften, die das anbieten, vorher den ganz genauen Plan inklusive Anzahl Versuchspersonen und so schicken und sagen, so wollen wir das machen. Akzeptiert ihr das, wenn wir es dann die Daten erfasst haben? Das muss man vor der Datenerfassung machen, das ist eine gute Einrichtung. Und man muss die Originalautoren informieren und von denen ganz genau noch, also genauer als es in der Zeitschrift steht, eben im Originalrapport, eben wissen, wie es gemacht wurde. Dieses Bleistiftexperiment wurde von 17, glaube ich, Labors in ungefähr 10 verschiedenen Staaten mit insgesamt fast 2000 Versuchspersonen wurde das repliziert, 1 zu 1, also sagen wir 0,9 zu 1, es geht nie 1 zu 1. Und was gefunden wurde ist, ich kann es gerade vielleicht entblößen, also der Wert von Stracke et al. Wurde nicht gefunden, das ist die Differenz zwischen Bleist, also zwischen fröhlich und traurig. Je höher das ist, desto eher spricht es für die Hypothese. Stracke et al. Waren da oben. Das ist gerade noch knapp auf das Like gegangen. Deswegen habe ich diese Studie gewählt. Und, Scherz gewesen. Was gefunden ist, ist, dass der Mittelwert eigentlich bei Null lag. Also überhaupt kein Effekt. Nicht nur einfach übertrieben am Anfang, es ist bei Null. Eine Studie war sogar signifikant anti diese Hypothese von Strache, das kann ich auch nicht erklären. Nur ungefähr gleich viel Labors zeigten einen positiven Wert wie einen negativen Wert. Und dann darf immer der Originalautor, auch wird eingeladen, Stellung dazu zu nehmen. Strache hat das auch gemacht, im Hintergrund, Sie müssen es jetzt nicht alles lesen hier. Das ist der Hinweis auf diese Tausende von Publikationen, jetzt eben die nicht Replikationen sind, sondern die das einfach als Ausgangslage genommen haben. Zum Beispiel hat man sich natürlich dann bald mal gesagt, ja, alle diese Schönheitsoperationler, die sich Botox spritzen lassen, da kann man ja die Muskulatur nicht mehr gut bewegen, dann müssten die eigentlich nicht mehr fähig sein, zu sagen, ist das ein fröhlicher oder ein trauriger Mensch. Wenigstens, das ist ein bisschen überspitzt gewesen, müssten die schlechter sein in der emotionalen Beurteilung des Gegenübers. Lo and behold, hat man gefunden. Man hat es nachher sogar noch spezifiziert, solche, die Schönheitsoperationen aus gewissen Gründen eben nur bei den Lächelmuskeln halten und andere bei den Trauermuskeln. Das funktioniert also angeblich. Ja. Und trotzdem die ausschlaggebende Publikation eben gar nicht repliziert worden konnte. Er hat dann gesagt, Schlagge, ja, vielleicht ist Gary Larson heute gar nicht mehr lustig, wir haben eine sehr schlechte Baseline. Andere Experimente, wer weiß nicht, wissen es nicht ganz. Es gibt Nachteile von diesen RRR, Registered Replication Reports. Es geht unheimlich lang, kostet natürlich dementsprechend viel. Also 2000 Versuchspersonen testen in 10 Ländern und so. Ich kenne das selber. Eines unserer Experimente ist im Begriff repliziert zu werden, weil es eines der meistzitierteste Experiment ist in der Numerical Cognition, es geht um Zahlenverarbeitung und das hat sehr viel Folgeexperimente gegeben, ebenso halt wie es ist, aber es wurde nie ein einziges Mal repliziert. Das wird jetzt, bin sehr gespannt, schon überlegt, was ich dann sagen würde, wenn es nicht repliziert, ich bin sehr, sehr positiv, also das wird sicher gehen. Aber das kostet Geld, oder? Das ist der Nachteil. Es gibt es Alternativen, dass man sich zusammensetzt in einem kontroversen Gebiet mit dem Feind, das ist eigentlich so Kollaboration mit dem Feind, da sagt einer, ach, das ist so, überhaupt nicht wie du denkst, ich denke, das ist anders, nicht wie er es denkt, und wir tun uns zusammen und machen dann auch einen pre-registered report. Also wir einigen uns auf ein Paradigma, das wir der Zeitschrift unterbreiten, bevor wir das überhaupt gemacht haben. Ja? Ich möchte das Beispiel aus Zeitgründen übergehen. Es gibt also diese Möglichkeit. Dann gibt es noch eine Möglichkeit, Prognosemärkte. Da können wir abstimmen. Das kennen Sie vielleicht, wenn Sie es jetzt nicht aus der Wissenschaft kennen, kennen Sie von den Oscar-Verleihungen. Da hat man auch ganz viele, also Leute oder Fachleute, ich weiß es nicht, ganz viele Leute gefragt, ja, wer wird denn den Oscar wahrscheinlich gewinnen oder nicht? Und das sagte den wirklichen Ausgang eigentlich sehr gut voraus. Und so ist es auch mit diesen Predictions,
mit diesen Replications, diese Prognosemärkte, wenn man da Fachleute aus der Psychologie, wenn es jetzt um Verhaltenswissenschaften geht, fragt, nehmt da teil und sagt mal, wird diese Stracke et al., wird das repliziert werden oder nicht, wenn wir es an einem RRR teilnehmen lassen. Und die Wetten, die die Wissenschaftler hier abgeschlossen haben, die sagen zu einem sehr großen Prozentsatz, sagen die eigentlich voraus, was dann wirklich repliziert werden wird und was nicht. Das ist natürlich sehr viel zeitsparender und auch sehr viel günstiger, als wenn sie das wirklich dann replizieren würden. Ja. Aber, und jetzt kommt das große Aber, und das leitet auch zum letzten Teil dann, wann habe ich angefangen? Wie viel darf ich noch? Wie viel muss ich noch? 20 Minuten, das ist ja ideal, danke. Ach so, bis 60. Okay, ich beeile mich. Das große Aber, sollen wir uns denn auf diese Schwarmintelligenz verlassen? Ich weiß nicht, vielleicht kennen Sie, sehr unscharf, das Buch 100 Autoren gegen Einstein. Ja, es hat mal 100 Autoren, haben sich zusammengetan und gesagt, das ist Quatsch, was der Einstein da geschrieben hat. Und Einstein hat dann interessanterweise bemerkt zu diesem Buch, ja, also wenn ich wirklich nicht recht hatte, dann genügt eigentlich ein Autor, der mir das sagt. Das hat auch wieder mit dem Einzelfall ein bisschen zu tun. Aber es waren 100 Autoren, die da nicht so genau zufrieden waren. Alfred Wegener in der Geologie, hat jetzt nichts mit dem Verhaltensexperiment zu tun, aber dem ging es auch so, dass viele gesagt haben, ja, also die Kontinente alle mal zusammen und so. Das ist einer, der wahrscheinlich so Marienbilder auf dem Käsetoast sieht und so, der sieht überall Dinge. Die haben sie, während Dekaden haben seine Kollegen in der Geologie das nicht geglaubt. Und das kennen wir, gerade in Amerika, da die Kreationisten, man sieht sehr viel mehr Jesus-Fische, die da natürlich keine Füßchen haben, als Darwin-Fische. Also der Punkt jetzt hier wieder, das ist natürlich die Beharrungstendenz von Meinungssystemen nach Fleck. Aber der Schluss des Kapitels, Sie sehen, die Replikationskrise, ihr wird wenigstens gegenwärtig begegnet. Es gibt diese Einrichtung der Registered Replication Reports, es gibt Alternativen, ich habe die ganz kurz angetönt. Ich würde sagen, die Krise ist nicht mehr so groß, wie sie auch schon war. Und jetzt komme ich eben zu Big Data, jetzt möchte ich das nicht missverstanden haben. Für mich, als so ein bisschen einer, der Big Data eigentlich nicht braucht, der eher eben Experimente mit nur einer Versuchsperson macht, ich habe so ein bisschen eine naive Definition von Big Data. Das ist für mich nicht dieses Data Mining, Riesenquellen. Für mich ist etwas schon big, wenn es einfach so zweistellig ist oder dreistellig. Oder Sie dürfen also nicht jetzt zu viel erwarten hier von mir. Ich möchte Ihnen aber zeigen, wo es wirklich, du hast, Harald, gesagt, man kriegt keine, was kriegt man nicht, schwarzen Löcher, glaube ich, ins Labor rein, oder? Es müsste ein riesengroßes Labor sein. Auch wenn man jetzt für den Magnetsinn hat man das gemacht, ich komme gerade dazu, Tausende von Wildtieren beobachtet, also mit Google Earth einfach angeklickt und geschaut, wie ist die Ausrichtung in der Nord-Süd-Lage auf 6 verschiedenen Kontinenten. Man kriegt natürlich nicht so viele Labortiere in ein Labor rein. Und das ist das, worum es geht, um Magnetsinn. Für Bakterien kann man das heute begreifen, glaubt man das, das weiß man, für Vögel zum Teil auch, Vogelzug, aber für Wirbeltiere ist das eigentlich nicht so, ist es nicht nur umstritten, sondern wird eigentlich nicht geglaubt. Ja? Und Hinek Burda aus Duisburg und Prag, der hat eben das im großen Stil, das ist eigentlich nur zum Zeigen, natürlich es geht ums Ausrichteverhalten, ja? Also eben Nord-Süd oder Ost-West oder wie wir uns ausrichten, geht jetzt da nicht darum, wir vernachlässigen mal die Sonne oder wir vernachlässigen den Wind. Wir vernachlässigen so möglich alle Cues, nach denen man sich eben ausrichten könnte. Und wenn wir das tun, bei wirklich
Hunderttausenden von Kühen, die eben gerade noch zum Beispiel als Kuh erkennbar sind aus dem All, und dann schauen, wie ist die Wirbelsäule ausgerichtet, ist das in diesem Kompassdarstellung hier, dann sieht man eben, wenn die grasen, eine bestimmte einheitliche Tätigkeit vollziehen, das sieht man ja auch hier, dann sind die nicht zufällig ausgerichtet. Und Sonne und Wind und so, das kann man bei diesen großen Zahlen eigentlich, das wird sich rausmitteln. Man kann dann auch den Einfluss von, das geht jetzt fast so ein bisschen ins Thema Elektrosmog rein, dass fern von solchen Strommasten, das ist mehr definiert als mehr als 150 Meter davon, ist das eine ganz klare Nord-Süd-Ausrichtung. Hingegen unter Masten, also weniger als 150 Meter weg, da bricht diese Ausrichtung zusammen. Es ist interessant. Ich meine, das ist an sehr guten Stellen sehr sorgfältig erhoben. Wir haben aber keinen Sinn, keine Ahnung, wo dieser Magnetsinn eben liegen sollte. Von daher ist das schon ein bisschen vielleicht Data Mining. Man guckt einfach mal riesen viele solcher Tierchen an und tut dann auf den Magnetsinn schließen. Ich möchte Ihnen das noch zeigen, was das geführt hat. Jetzt macht man natürlich auch Untersuchungen im Einzelfall und zum Beispiel in diesem Schneefuchs. Jetzt möchte ich da schnell das da rein. Ja, das ist jetzt The Fox. This clever canine has an amazing set of skills. Deep snow covers the Black Hills of the Dakotas, and hidden under that icy blanket, field mice are stirring. Ich möchte, dass Sie sehen, wie er springt. Das ist so schön. Das ist jetzt wirklich, da hat er sich wieder schlecht ausgerichtet. The odds of catching anything might seem hopeless. Also es geht darum, dass er natürlich schon hört. Sie sehen, wie der die Ohren anlegt und so und schnuppert. Aber wenn er wirklich dann ausgerichtet ist, Nord-Süd, dann an enormous leap to catch a critter under 3 feet of snow. But how the heck did he do it? Ach, als ich das wille. Wenn man alle Sprünge da zusammennimmt, dann ist eine ganz klare Ausrichtung da. Also der Fuchs muss es merken, dass er erfolgreicher ist in gewissen Positionen. Wenn Sie die erfolgreichen Sprünge nehmen, dann ist es ganz klar in einer Nord-Süd-Ausrichtung. Jetzt möchte ich Ihnen vielleicht etwas noch zeigen. Naja, gut, er hat... Also überspringe ich jetzt die kotenden Hunde. Ich gehe noch schnell auf den Menschen ein, was dann eigentlich wirklich jetzt Richtung Big Data geht. Sind natürlich Smartphones. Die Information, die auf Smartphones zu finden ist, das ist, da geht es dann um Data Mining. Was Sie da alles nehmen, nicht nur die Positionsdaten, Beschleunigungsdaten und so, Sie können auch die Kontakte, mit welchen sozialen Medien sind Sie, wann im Tag aktiv, wie viel wechseln Sie, gehen Sie zuerst zu Twitter und dann zu Facebook und ebenso. Da gibt es sehr viel erfassen. Dieses Buch kann ich nur empfehlen, Alex Pentland, der hat gesagt, das ist diese Art Verhalten über das sich Bewegen in sozialen Netzwerken zu studieren, das wird das Verhaltensexperiment revolutionieren. Ich möchte Ihnen eine Studie vorstellen, die wir gerade, die wir unternehmen, das ist in einer medizinischen Anwendung des Smartphones bei Patienten, bei denen entweder ein Tumor oder ein Hydrocephalus, das ist ein Wasserkopf, also ein da staut sich Druck im Liquor an, der läuft nicht gut ab und das gibt dann Beschwerden und die müssen operiert werden. Ich möchte mich auf dieses konzentrieren hier. Da baut man ein Ventil ein, das dann dieses Hirnwasser wieder abfließen lässt und dann ist alles wieder gut. Und diesen Patienten bei der Diagnose, die müssen entweder selber ein Smartphone haben oder es wird ihnen eins gegeben, wenn sie damit umgehen können. Und dann wird einfach das Smartphone-Behavior über 3 Wochen hinweg vor der Operation registriert. Dann werden sie operiert
Und dann wird das Smartphone-Behavior nach der Operation angeschaut. Und zwar dieses digitale Verhalten, das ist einerseits mal das, was ich jetzt gesagt habe, so welche sozialen Netzwerke bewegt er sich, wo bewegt er sich, in welchem Range durch die Welt, aber auch die digital im Sinne von Finger. Also wie schnell ist zum Beispiel die Intertap-Rate? Wie schnell drückt er die Taste? Wie schnell schiebt er den Bildschirm und so weiter? Ich kann Ihnen sagen, also ich kann das jetzt ein bisschen abkürzen, das ist das generelle Schema, das ist die Diagnose, dann kommt in eine präoperative Phase, das ist einfach der Data Collection und dann nachher wieder und dann gucken wir, was rauskommt und zwar nicht einfach vergleichen so zu so, wir haben ganz klar unsere Hypothesen jetzt bezüglich des Hydrocephalus, dass das sind dann reguläre neuropsychologische Untersuchungen, die dann durchgeführt werden. Patienten, die Schwierigkeiten haben nach einer Hydrocephalus-Operation, wenn es Schwierigkeiten gibt, dann sind das Verstopfungen des Ventils, dann kann das zu Stürzen führen, zu Inkontinenz, zu größeren und auch gesundheitsgefährdenden Events. Ja? Und ich würde wetten, dass sich solche größeren motorischen Defizite eben in der Motorik des Zeigefingers eben schon anbahnen und dass man dann wirklich therapeutisch eben eingreifen kann. So, also Mammut-Datensätze, das ist für mich dieses Big Data jetzt hier, können sicher Bezüge aufzeigen, die wir einfach sonst nicht. Wir können nicht neuropsychologisch im Labor dermaßen fein eben testen und dermaßen häufig, dass wir solche Dysfunktionen eines Ventils nach Hydrocephalus aufdecken könnten. Aber auf der anderen Seite habe ich, glaube ich, doch gezeigt, dass in der Verhaltensforschung ein einziger Fall, eine gut dokumentierte Fallbetrachtung eben durchaus auch einen Wert haben kann. Unabhängig davon habe ich Ihnen erzählt, dass diese Replication Crisis des Verhaltensexperimentes eigentlich so ein bisschen in den Griff kommt durch diese verschiedenen Gegenmaßnahmen, die da getroffen worden sind, sodass wir eigentlich schließen könnten mit Darwin, dass nur ein Narr aufhören würde, Verhaltensexperimente zu machen. Vielen Dank. Vielen Dank dir, Peter. Ich denke, das ruft sehr viele Fragen hervor. Diskussion? Kritik? Also in einer anderen Sprechweise könnte man ja sagen, die N gleich 1 Experimente, man könnte die einfach explorative Experimente nennen. Nicht unbedingt. Nein, und man muss nicht alle, das ist mir schon klar. Ich meine, ich denke jetzt, ob es explorativ ist oder nicht, das ist eine andere Dimension. Also jetzt, was wir bei dieser Dame AZ gemacht haben, war nicht explorativ, das war sehr gezielt. Die Exploration war die anfängliche Untersuchung und meine Frage, tun Sie die Arme verschränken? Das war schon nicht unwichtig. Klar. Also für mich auch als Motivation, da überhaupt weiterzumachen. Das ist unbestritten. Ich meine nur, grundsätzlich kann man natürlich N gleich 1 Experimente auch als explorative Experimente machen. In deinem Fall ist es natürlich viel weiter gegangen, das ist völlig klar. Man kann es machen, aber man kann auch diese Smartphone-Studien explorieren. Also da ist man sogar noch eher geneigt, würde ich sagen, die explorieren. Ja, es hat ja jeder ein Smartphone. Jetzt gucken wir doch mal, was da passiert, also wenn irgendein Ereignis ist. Die haben fast eher den Charakter des Explorativen, würde ich sagen, diese Big Data-Experimente als die N gleich 1-Experimente. Ja, das würde ich, also in vielen Fällen ist das auch, würde ich das sofort zustimmen. Wobei bei den Erdmagnetfeldausrichtungen ist es natürlich schon so, dass eine Hypothese da ist. Also da sammelt man nicht einfach Daten, koste es, was es wolle, ganz egal, was rauskommt, sondern da hat man schon eine Hypothese gehabt, oder? Ja, ja. Hat man eben in dieser Smart Surgery-Studie auch. Genau. Also, aber das ist ein wichtiger Punkt. Also soll es überhaupt erlaubt sein im Verhaltensbereich oder sonst explorativ zu experimentieren? Ich habe da ein paar Folien noch rausgeworfen.
Es gibt die Ansicht von Philosophenvertretern oder von Poeten, du hast die Kunst auch erwähnt, experimentierende Kunst. Es gibt Leute, die sagen, ein Experiment muss auch die Ästhetik des experimentellen Designs ist ganz wichtig. Es geht mir vor allem darum, es ist mir dann völlig egal, was die Versuchspersonen zeigen. Es geht mir darum, mache ich das schön im Sinne von der Fragestellung angepasst? Werner. Also ich bin Statistiker und durch Harald auch da reingerutscht, dass ich mich mit diesen Fragen da beschäftige, mit den sexy Sachen, das heißt mit der Replikationskrise. Und ich teile bisher die Einschätzung nicht, dass da sich was gebessert hat. Man hat ein paar Ansätze, die irgendwo diskutiert werden, die aber noch nicht sehr durchgeführt werden, denn es ist immer noch so, dass der Anreiz, eine Replikation zu machen, ziemlich niedrig ist. Und ich glaube, das muss man schon noch ganz anders irgendwie auf den Boden kriegen. Im Moment ist die Frage ziemlich offen, wie viel von diesen eher soft Sciences da dann, was da publiziert wird, wie viel von dem wirklich dann standhält und allenfalls eben nicht ins Gegenteil verkehrt wird oder auf Null gesenkt. Also gehe ich absolut einig. Darum habe ich ja da auch so, ich habe es jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, er wird begegnet, oder? Wird begegnet. Und ich gebe zu, das ist nicht vom Tisch. Aber ich meine, die Reaktion erfolgte doch relativ schnell. Also dieses immer mehr und mehr publizieren, das gibt es natürlich schon lang. Aber dieses, also der Begriff auch vom Sexy-Experiment ist ja, ja, ich finde, die Leute geben sich Mühe. Es gibt Leute, die sich Mühe geben. Aber, ja. Über die Ankündigung raus sind wir noch nicht so sehr. Oder? Aber was empfiehlst du denn, ich meine, ich habe jetzt drei, es gibt sicher noch mehr Kontrollmechanismen, aber was empfiehlst du denn, was könnte es noch Besseres geben? Also für die Replikationskrise, um der zu begegnen, ja, hilft nur Replikation, und zwar mit pre-registered Versuchen. Ja. Alles andere ist Okay. Wedeln. Und ich denke, das sollte auch gehen. Ich komme immer auf einen relativ einfachen Ansatz. Jeder Doktorand muss irgendwann mal in die Forschung einsteigen. Wenn er einsteigt, dann hat er noch nicht die sexy Fragestellung, die er direkt bearbeiten kann. Dann soll er doch zuerst eine Replikationsstudie machen. Das ist ein Riesenheer von Möglichkeiten, eine Replikationsstudie zu machen von Dingen, die da wichtig sind. Es müssen ja nicht immer gerade 17 sein. Es reicht ja mal eine zum Beginn, oder? Es wäre schön, gut, ja. Alles, was interessant ist, wenigstens einmal repliziert würde. Mhm. Ich denke, das sollte. Also das müsste man eigentlich ganz früh dann ins Curriculum reinbringen und sagen, also wenn du mal experimentieren willst, dann musst du vorher auch replizieren können, oder? Ja, das auch. Eigentlich, warum nicht? Das wäre eigentlich eine gute Idee. Dann eine garantierte Publikation. Das hat nicht jeder sonst, oder? Nein, das hat er ja nicht. Doch, eben das ist das Problem. Wenn man ein pre-registered Report... Ja, schon, aber das kriegt man auch nicht. Nein, wenn jetzt die ganze Masse, das ist jetzt nicht realistisch, wenn jetzt wir die Policy ändern würden und sagen, du machst zuerst einen Triple R, dann sind die Journals überschwemmt, dann können die das nicht mehr machen. Jetzt müssen ja nicht immer 20 Seiten sein für eine Replikation. Es muss einfach das Ergebnis publiziert sein und einen Curriculum geben und das reicht schon. Also es ist auch so, in den guten Labors, wenn jemand anfängt mit einer experimentellen Arbeit, dann kommt die ja nicht völlig aus dem Blauen, sondern die baut auf etwas auf. Ja, und dann ist es sowieso eigentlich in einem guten Labor Usus, dass man das, worauf man aufbaut, erstmal replizieren muss, damit man sicher sein kann, dass die Sache funktioniert. Genau, also so. Das kommt schon ein bisschen näher meiner eigenen Idee, die ich vielleicht habe, dass man selber, wenn man ein Experiment macht, dass man das mit dem Doktoranden oder Studenten X macht und dann hat man die Sachen, entweder wertet man es schon aus oder man wertet es noch gar nicht aus, ja, und genau. Student X oder Doktorand Y muss es dann auch noch was machen. Also within lab replications, das wäre auch eine Möglichkeit. Leider
löst das Problem nicht. Das Problem wird nur gelöst mit pre-registered replications. Sonst ist alles immer noch so schwammig. Keine Schlüsse mehr. Ich würde vielleicht noch einen vierten Punkt dazu hinzufügen, der auch immer wieder diskutiert wird, und das ist negative Resultate, dass die publiziert werden. Das ist was anderes als einfach Replikationen. Ja. Das hat auch jetzt einen ziemlichen Zulauf bekommen und ein paar Leute von Harvard haben jetzt ein Journal gegründet, also nicht jetzt, das gibt es schon 10 Jahre, Journal for Negative Results. Also dann weiß man, stimmt, das ist noch ein Punkt. Ne? Gefäße gibt, wo man eben negativ, dass die andere, die Community das überhaupt weiß, dass ein bestimmter Befund eben nicht unbedingt sattelfest ist. Das stimmt. Ja. Man könnte mal wirklich mal so sammeln, was es alles sonst noch gibt. Mhm. Hier hat es noch einen. Ja, meine Frage knüpft eigentlich an das an, aber zielt eher auf die andere Seite, also vielleicht eher auch in die Richtung der Ursachen dieser Krise. Gibt es denn auf der Ebene der Journals irgendwie unterschiedliche, also gibt es Journals, die sind strenger, denen geschieht das weniger schnell, sind weniger anfällig auf dieses Business? Ja, das gibt's schon. Also, meinst du nicht? Also wie man das dann misst, aber so in der Erfahrung, natürlich gibt es Journals, die, also jetzt gerade Nature, Science oder im Psychologiebereich, die, wo man vielleicht am ehesten sagt, das ist das Nature der Psychologen, Psychological Science zum Beispiel, da hat man eigentlich genauso diese zwei Experimente, die ich auch gebraucht habe, die sind, glaube ich, auch Psych Science, die neigen also extrem stark zu so plakativen Sachen, ich hätte auch plakativ sagen können. Und andererseits gibt es dann die, ich sage es jetzt halt auch so ein bisschen, die langweiligen Journals, die nur das bringen mit großen Fallzahlen und ganz nüchtern, viele Tabellen, wenig Abbildung. Sie merken es, ich bin selber auch ein bisschen gespalten. Oder? Aber das gibt es. Es gibt die Unterschiede auf Publikationsebene, also der Fachorgane, aber da gibt es meines Wissens jetzt nicht unbedingt Analysen, aber ich kenne mich in der Soziologie, das wäre ein soziologisches Thema, kenne ich mich da wenig aus. Ich glaube, dass die Stellung der Replikation so gar nicht bewertet werden kann, weil zumindest hier heute wurde nicht wirklich darüber gesprochen, was Replikation jetzt wirklich bedeutet. Und solche Phänomene wie einen Bleistift oder irgendeinen Stift im Mund nehmen, die kann man nicht einfach 20 Jahre später replizieren. Dieses Phänomen, so wie es damals stattgefunden hat, das ist wahrscheinlich extrem abhängig von Randbedingungen oder ob Studierende schon mit solchen Phänomenen selbst zu tun hatten, die man dann für Experimente verwendet und so weiter und so fort. Und mehr oder weniger entfernt man sich gerade in Sozialwissenschaften immer vom Originalexperiment. Es ist sicherlich nicht möglich, dasselbe Phänomen noch einmal zu untersuchen. Und wenn jetzt da dann 17 Labors daherkommen und sagen, ja, ich habe das jetzt in Holland und irgendwo noch ein paar Mal gemacht mit irgendwelchen Psychologiestudenten, dann sind sie vom originalen Phänomen wahrscheinlich schon so weit weg, dass es schwierig ist zu sagen, was das jetzt über das Phänomen von damals aussagt. Also ja, ich weiß genau, was Sie sagen, aber ich teile die Meinung nicht in ihrer Pauschalität, also so pauschal, wie Sie das sagen. Ich muss sagen, ich hätte jetzt gewettet, wenn ich vorher gefragt wäre, wahrscheinlich, dass Stracke repliziert wird. Ich kann es nicht genau begründen. Es macht dermaßen Sinn und der Effekt ist auch nicht so jetzt erhöht signifikant, dass man da denkt, naja, wie kommt der zu diesen Daten oder so. Also ich habe mich nicht so wahnsinnig damit auseinandergesetzt, aber der Autor, das ist ja schon sehr interessant, der dann immer Gelegenheit hat zu sagen, ja, warum und so, warum ist das wahrscheinlich schiefgegangen? Und da habe ich ja das aufgelistet, was er dann gesagt hat. Das geht ein bisschen in die Richtung, dass er gesagt hat, Carrie Larson Cartoons sind nicht mehr so lustig wie damals. Dann vor allem war das uniform in einer Population Deutschland, Carrie Larson, auch nicht. Das war jetzt in USA, ganz viele USA-Labors. Carrie Larson kommt natürlich schon in verschiedenen Ländern unterschiedlich rüber. Das stimmt schon. Es gibt solche zeitabhängigen Phänomene. Nur muss man sich dann fragen, wenn es um so etwas generell
ja, also Fundamentales in den Verhaltenswissenschaften geht, wie ist die Innervation meiner Gesichtsmuskulatur beeinflusst das, wie ich wirklich fühle oder wie ich Gefühle von anderen einschätze. Das ist etwas Biologisches. Denken Sie an Darwin zurück, der das eigentlich ins Rollen gebracht hat, 18 irgendwas. Oder? Und dann müsste das eigentlich schon über die Zeit halt eben auch ein bisschen konstant sein. Sonst, wenn das nicht so ist, jetzt mit einer Reihe von Experimenten, dann muss man doch anzweifeln, was soll denn die Psychologie überhaupt? Also was soll die Verhaltenswissenschaft, wenn sie nur immer etwas, das in einer Dekade valide ist, beschreibt? Das sollte dann schon auch zu denken geben. Trotzdem vielleicht noch ganz kurz. Ich weiß nicht, ob Sie diese Forschung kennen, in der Zahlenverarbeitung, dass die linke Hand schneller ist für kleine Zahlen, wenn ich in der Mitte des Bildschirms eine kleine Zahl sehe und mit der rechten Hand bin ich schneller auf relativ große Zahlen. Hat natürlich mit dem Mental Representation of Numbers, mit dem Zahlenstrahl zu tun, weil ich für mich als westlicher Mensch ist der Zahlenstrahl entwickelt sich so in der Schreibrichtung, von links nach rechts, ja, das ist sehr schön, ist bei nachweislich bei anderen Kulturen, die eine andere Schreibrichtung haben, eben umgekehrt. So, und jetzt habe ich das trotzdem angezweifelt, das ist unser Experiment, das da repliziert wird, und habe gesagt, das können nicht die nackten Zahlen sein, das kommt darauf an, in welchem Kontext. Wenn ich frage, ist es größer oder kleiner als 5 auf einem imaginären Maßstab, der von 1 bis 11 geht, größer, kleiner als 6, dann habe ich das, und das haben wir auch gefunden mit 20 Personen. Dann habe ich aber 20 andere Personen gehabt, eigentlich ziemlich vergleichbar, aber dort haben wir gefragt, ist es früher oder später als 6 Uhr? Das wäre dann die Uhr, wäre da impliziert. Und das ist natürlich, die kleinen und die großen Zahlen sind unterschiedlich. Da haben wir genau das Umgekehrte gefunden. Und dieses Experiment ist jetzt eben so viel zitiert, und das hat aber niemand, also es hatten alles so Spielarten dann gemacht, aber nie hat das jemand repliziert. Das wird jetzt eben, geht jetzt seit schon 3 Jahren, irgendwann in 2 Jahren wird dann das publiziert. Da bin ich jetzt zum Beispiel also sehr zuversichtlich, dass das, die Uhr wird es immer noch geben, die Analoguhr. Und also ich weiß nicht, oder man kennt es dann, vielleicht kennt es jetzt das Argument hier von Stracke, die Hinweis auf die Originalstudie, das ist natürlich schon, wenn das in Textbüchern kommt und die Studenten das schon wissen, dass jetzt dann, mit diesem Bleistift muss ich dann das alles lustig finden, ich finde es gar nicht lustig, da können sie natürlich, wenn das über das Bewusstsein geht, man hätte sicher fragen müssen, kennst du eigentlich die Studie da von Stracke? Weißt du eigentlich, wie du hättest dich benehmen sollen und so weiter? Vielleicht hat man das auch. Aber das, da gebe ich schon recht, das kann dann schon auch einen Einfluss haben. Ja. Könnte man vielleicht sagen, bei Verhaltensdaten gibt es eben, du hast das ja vorhin gerade den Begriff angesprochen, so viele verschiedene Kontexte, die möglich sind. Nicht alle davon werden wichtig sein. Aber für eine bestimmte Studie ist es sehr schwer zu ermitteln, welche wichtig sind und die dann im Experiment als Constraints festzulegen. Kann man das so sehen? Ja, doch, ja. Ich denke schon. Ich glaube, das versuchen die Leute auch, wenn sie dann den kontaktieren, der die Originalstudie gemacht hat. Die wollen ja noch Sachen wissen, da habe ich mir gar nie Gedanken gemacht. Genau. Oder? Ja. Und dann merke ich, ach so, das weiß ich gar nicht mehr, muss ich in die Bücher zurück und so. Und dann muss man da plötzlich Auskunft geben über Sachen, die man eigentlich gar nicht mehr so weiß. Ja. Genau, ja. Das stimmt schon. Das, ja. Ja. Erstmal danke für den Vortrag. Ah, okay. Ja. Danke für den Vortrag. Ich war etwas überrascht, dass Sie jetzt nur die Krise in den Sozialwissenschaften angesprochen haben. Das heißt, natürlich ist es Ihr Feld. Aber ich möchte einfach auf das Nature Paper vom Mai 2016 verweisen. Das wurde auch überschrieben mit, gibt es eine Krise in den Wissenschaften der Reproduzierbarkeit? Und das Besondere hier ist, das waren nicht Feldwald- und Wiesenforscher oder irgendwelche Labore, die dort gefragt worden sind, sondern das waren Nature-Autoren. Und zwar eine ganze Menge. Und ein großer Teil hat angegeben, dass sie eigene Experimente nicht reproduzieren konnten. Und das sind zu einem Großteil Laborexperimente. Und
der also Laborexperimente im Sinne von biochemischen Experimenten. Ja, zum Teil. Genau. Ja, gut, also ja, es tut mir leid, dass ich das nicht viel breiter angepackt habe, aber Sie sagen richtig, ich hätte mich vielleicht nur auf die Replikationskrise konzentrieren können, und dann hätte ich das auch ansprechen können, und das ist natürlich in einer Veranstaltungsreihe über das Experiment schon gibt zu denken, oder? Wenn die Replikationsrate von Laborexperimenten in der biologischen Forschung zum Beispiel sogar auch nicht unbedingt dem entspricht, was wir erwarten würden vom Experiment. Das ist natürlich viel schlimmer, die ganze Situation, finde ich noch, oder? Ich weiß nicht, haben Sie da was dazu zu sagen aus dem biologischen? Ich hatte gerade über etwas anderes nachgedacht, in Bezug auf die Experimente mit den Kühen. Ich bin da gerade am drüber nachdenken. Ja, okay. Vielleicht haben wir noch eine Kuhfrage dann. Ich wollte vielleicht noch kurz, bevor wir jetzt dann in die Pause gehen, wir haben anschließend gleich eine Pause, eine halbe Stunde, für Kaffee und Cookies draußen, noch eine Sache dazu sagen. Es gibt ja in der Medikamentenentwicklung gibt es ja immer die präklinischen Studien, die Tierversuche. Was zum Teil, was also für mich total überraschend war, eigentlich katastrophal, ist, dass bei den Tierversuchen 5% aller Studien reproduzierbar sind. Nicht 95 und 5 sind nicht, sondern 5 und 95 sind nicht. Das ist schon sehr beeindruckend, und für alle diejenigen, jetzt kommt noch ein bisschen Werbung in eigener Sache, alle diejenigen, die mehr zum Thema Reproduzierbarkeit wissen wollen, dieses Buch ist vor 2 Jahren hier im Haus entstanden, und wir haben da Autoren drin versammelt, die aus der Wissenschaftsphilosophie, aus den Life Sciences, aus den Physical Sciences, aus den Social Sciences und aus der Soziologie der Wissenschaften kommen, STS. Also ein ganz interessantes Buch, sehr umfangreich. Natürlich steht hier auch nicht alles drin, was man wissen will, aber lohnt sich mal einen Blick reinzuwerfen. Ich lasse es jetzt hier liegen. Und wenn Sie in der Pause kurz reinschauen wollen, gerne. Ich habe ja das sowas übergangen, dass ich da, wenn ich denke nicht, ich bin nicht so ökonomisch denken, aber es geht ein bisschen in diese Richtung Trial One oder Trial Two Studien, was das kostet, nicht replizierbare Studien in jetzt klinischen Rahmen. Das sind Zahlen, die man sich gar nicht vorstellen kann. Wenn man etwas nicht replizieren kann, kostet das pro Jahr so und so viele, ich weiß nicht, wo ich die Zahl her habe, aber nur um diesen ökonomischen Effekt müssen wir uns vielleicht doch auch decken. Das ist fast so groß wie das Handelsdefizit in China. Okay. Ja. Tut mir leid, wenn ich doch noch auf die Kühe zu sprechen komme. Aber gar keine Entschuldigung, im Gegenteil. Irgendwie als ausgebildeter Biologe, das wird man so schnell nicht wieder los. Und zwar überzeugt mich das überhaupt nicht. Und zwar denke ich, weil was vermutlich die Ergebnisse erklärt, ist, dass die Kühe Angst haben vor diesen Masten. Ja? Und das Ganze ist ja das Ganze ist ganz klar kein Experiment, wenn ich die Daten richtig gesehen habe. Wo hat man einfach geschaut, Kuhherden, die unter einer Hochspannungsleitung stehen und Kühe, die irgendwo anders stehen. Und dann hat man eine Korrelation, und dann versucht man für verschiedene mögliche andere Daten zu kontrollieren. Und das ist genau dieser Typ von Studien, die leider sehr häufig sind heutzutage, also auch in der Medizin. Also ich denke an solche Geschichten wie Rotwein ist gut für die Gesundheit, das halte ich für absoluten Quatsch, weil man wie bei den Kühen diese Effekte nicht auseinanderhalten kann. Man kann nicht auseinanderhalten, ob dieser Effekt, der wahrscheinlich schon real ist, so wie er aussieht, man kann nicht auseinanderhalten, ob das auf das Magnetfeld dieser Hochspannungsleitung zurückzuführen ist oder auf einfach die Sichtung dieser Masten durch die Kuh. Ja. Genau, also das irritiert die Kuh wahrscheinlich. Und dieses Ausrichtungsverhalten, das machen die wahrscheinlich nur, wenn sie sehr entspannt sind. Ja, dann Und richten. Die Verteilung von Hochmasten.
Landschaften ist ja natürlich auch, Strommasten ist auch nicht zufällig über die Landschaft, das sind natürlich auch assoziierte Variablen, die hier eine Rolle spielen könnten. Ich habe mir noch überlegt, ob ich dieses Slide rauswerfen sollte. Ich glaube, dieses Hochspannungsding ist vielleicht nicht so gut, aber der Gesamteffekt, wie Sie auch gesagt haben, wahrscheinlich, wenn man jetzt wirklich die Google Earth, unabhängig von wo die sind, da gibt es ganz bestimmt einen Effekt. Was das jetzt heißt, man weiß ja überhaupt nichts, ich habe es gesagt, man weiß nicht, mit welchem Rezeptor das wahrgenommen wird. Aber also das mit den Hochstrommasten, das würde ich jetzt unterschreiben. Aber ich denke, es ist eben typisch, weil es eben kein Experiment ist. Um das als Experiment zu machen... Experiment ist der Stromabschalter. Genau. Ja, richtig. Genau. Ja, genau. Das ist so... Genau. Das ist auch die eigene Kritik am Experiment, die habe ich jetzt nicht erwähnt, an diesen magnetresonanztomografischen Korrelaten der Phantomempfindung, wenn sie so macht, oder? Das korreliert, aber das heißt eigentlich überhaupt nichts. Wir haben aber Magnetstimulation, also transkranielle Magnetstimulation, und dort kann man dann die Kausalität reinbringen. Also wir induzieren einen Strom und alles, und so ist das genau analog in der Big Data. Gibt es auch Möglichkeiten, wo man, Sie können das nicht machen, oder? De facto können Sie nicht die Leute dazu bringen, die Hochspannungsmasten aus und aus abzuschalten. Aber Sie können sich etwas überlegen, wo das aus natürlichen Gründen vielleicht geschieht. Oder wenn Sie einen Stromausfall haben, dass Sie dann eben die Bilder auswerten oder sowas. Und das finde ich ein ganz wichtiger Kommentar, oder? Also ich sage nicht, ich verkaufe Ihnen hier, gehen Sie nach Hause und sagen Sie, dass es den Magnetsinn gibt. Es geht darum, wie wir mit Big Data umgehen, ist eigentlich gar nicht so weit entfernt, von wie wir mit N gleich 1 Designs umgehen oder umgehen sollten. Also nochmals vielen herzlichen Dank Ihnen allen und natürlich vor allem dir, Peter. Und jetzt gehen wir in die Pause.